ein rotes Flugzeug mit einem kleinen dicken Mann. So, wow, was ist das? Für den Schorsch ist die Fliegerei, ja, das ist sein Leben geworden. Als das Schicksal droht, ihm das wegzunehmen. Der pfändet der Flugzeug. Geht der Gärtner Schorsch auf eine Reise. Schorsch, du Depp, du Depperter! Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Was macht denn der schon wieder? Der spinnt doch. Und entdeckt über diese Reise in sich selber Lebensfreude, Lebensmut. Wo er sehr besondere, sehr skurrile Menschen trifft, die ihn letztlich sehr verändert zurückkommen lassen. Ein Roadmovie in der Luft. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung mit so kleinen Maschinen hinter mir, das ein bisschen wackelt und klappert. Und wenn der Wind pfeift, das gehört dazu. Ich bin ja noch nie vorher geflogen. Der Florian meinte so, Emma, du hast aber keine Flugangst. Ich so, nein, 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 wirklich nicht. Aber eigentlich habe ich immer schon sogar bei Riesenmaschinen geheult. Deswegen habe ich so getan, als ob ich total tough wäre. Und dann am Ende war es gar nicht mal so schlimm und hat voll Spaß gemacht. War voll geil. Und ich muss sagen, der Jan, der hier diese Maschine fliegt, das ist ein toller Pilot, das spürt man. Das kommt aus dem Bauch und aus dem Herz und das finde ich toll. Wir sind ja alle schon mal geflogen, aber mit sowas nicht jeder. Na, das ist ja nun ein ganz neues Modell. Aus welchem Museum hast du den denn geklaut? Das ist ein Liebhaberstück. Ah, du bist ein Liebhaber, so. Die größte Herausforderung waren Landungen außerhalb von Landeplätzen, also auf einer Wiese am See in den Alpen. Ah, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, komm, komm, komm! Es sollte irgendwie knapper runter. So. Dann haben wir ja auch diese Absturzszene gemacht. Guck mal. Oh, Scheiße. Und dann hat der Pilot mal gezeigt, was er so kann. Es brennt! Ich habe nur noch geschrien und mich festgehalten und hat so meinen Bauch gekribbelt. Das war so krass. Nochmal! Man sieht, wie schön Deutschland ist, angefangen in Bayern, den Rhein hoch, Nordrhein-Westfalen, den Nordseeinseln, Brandenburg, Sachsen. Man sieht die Schönheit aus der Luft. Das Wichtigste ist für mich ja das zu sich selbst reisen. Das war echt schon alles ein Erlebnis. Ich hatte schon ganz vergessen, was das ist. Glücklich sein. Juhu!